Hallo ihr Süßen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem veganen Lifestyle-Blog. In diesem Tutorial heute erkläre ich euch, wie man leckeres veganes Essen zubereitet, ja? In den letzten Wochen habt ihr mich ja sehr oft gefragt, ja, du sag mal, Maria, wie ist es eigentlich als Veganerin? Was isst man da überhaupt, wenn man gar kein Fleisch und keine Wurst isst? Ich bin so, ja Leute, bin ich ganz ehrlich zu euch, bleibt echt nicht viel übrig, deswegen esse ich eigentlich nur noch Wasser, weil Wasser ist sehr gesund und sehr lecker, ja? Es gibt auch sehr viele Varianten, Wasser zuzubereiten. Und in diesem Tutorial heute zeige ich euch meine Lieblingsrezepte in einem 3-Gänge-Menü, ja? Als Vorspeise gibt es Wassersuppe. Als erstes füllt ihr einfach Wasser in einen Topf. So, dann stellt ihr den Topf einfach auf den Herd, ja? Macht ruhig volle Pulle auf die 9, dann geht's schneller. Macht den Deckel rauf. Eine Minute, 37 Sekunden später. Mmh, und das duftet ja schon richtig. Ein paar Sekunden später. So, und jetzt ist die Suppe auch schon fertig. Mmh. So, jetzt kommt der Test. Seid ein bisschen vorsichtig, dass ihr euch nicht verbrennt. Am besten vorher ein bisschen pusten. Lecker! Als Hauptgang gibt es Wasserauflauf. Dazu müsst ihr einfach wieder Wasser in eure Auflaufform füllen. So, jetzt stellt ihr euren Wasserauflauf einfach in den Backofen. Backofen zu. Und jetzt stellt ihr auf Ober- und Unterhitze auf 220 Grad. Irgendwann später. Schon ist der Auflauf fertig. Mmh. Und als kleinen Geheimtipp, ja, nehmt ihr euch einen Eiswürfel und streut ihn darüber, ja? Und tut euch großzügig auf den Teller. Der Auflauf ist wirklich gut geworden. Und als Nachtisch, Leute, gibt es sehr leckeres Wassereis. Und es ist wirklich sehr einfach zuzubereiten. Ich zeige euch schnell, wie es geht. Wirklich, ihr müsst einfach nur Wasser in die Form gießen, ja? Und jetzt stellen wir es einfach in das Tiefkühlfach, ja? 3000 Jahre später. So, und das Eis ist auch schon fertig. Yummy, yummy! Geil! Als kleinen Geheimtipp zeige ich euch noch meinen absoluten Lieblingsmovie, ja? Dazu nehmt ihr Leitungswasser, Wasser aus der Flasche und 2 Eiswürfel. Deckel drauf, mixen. Und Leute, dieser Smoothie ist wirklich sehr gesund. Er hat sehr viele Proteine, Eiweiße und Aminosäuren. Ah, da fühle ich mich gleich richtig stark. Ja, ich hoffe, ihr habt euch von diesem Video inspirieren lassen und wisst jetzt, dass die vegane Ernährung wirklich sehr einfach, sehr vielseitig und auch sehr lecker ist. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Däumchen wären Träumchen. Namaste.